kurz gemacht! We came to fight, we came to win. We lost before, but never again. Back on our grind, you know what it is. Yeah, yeah, this is our... Wir haben jetzt genau 12% Akku. Aha. Und bitte. Weißt du, das passt eigentlich ganz gut, weil die Leute fragen immer, ja, Aufbau von den Zelten ist ja immer ganz einfach, aber der Abbau ist bestimmt katastrophal. Nee, da zeige ich euch jetzt einmal beim Skycamp, wie schnell das abgebaut ist. Als erstes die Matratze einmal nach hinten weiterhin durchschieben. Die muss ja nach hinten reingezogen werden. Die beiden Federstangen rausnehmen und einfach auf die Matratze drauflegen. Das war es auch schon hier oben. Jetzt gehen wir runter. Leiter, die packe ich jetzt schon mal zusammen. Das heißt, ich gehe von unten nach oben, drücke die Sicherungen, fahre alle Sprossen ein. Das einhändig machen muss, mache ich das immer von links nach rechts. So. Gucken, dass ich immer noch an diesen Straps dran komme. Dann haben wir hier die Seile und das ist das Wichtigste beim Skycamp. Weil diese Seile sorgen dafür, dass es richtig einfach zugeklappt wird. Man achte jetzt, wenn ich die Schale runterziehe, werden nämlich die Seiten direkt eingezogen. Genau. Sehr schön. So, jetzt die wunderbaren Spanngurte wieder hier rein. Prozent Akku. Ganz wichtig, Schlüssel bereithalten. Dann geht es auch schnell. Voller gut wieder rausgerutscht. So. Das war jetzt wirklich kein Hexenwerk. Und jetzt weiter auf die Straße, ab zum nächsten Spot, wieder aufbauen, wieder abbauen. Ist egal, weil es dauert unter eine Minute. Es geht echt schnell und wir haben sofort eigentlich unser eigenes Wohnmobil da. Ich hoffe, euch hat das kurze Video heute gefallen, denn der Kameramann nimmt nächstes Mal auch einen längeren Akku mit, dann gibt es wieder ein längeres Video. Und ich bitte unten natürlich ganz wichtig, einmal einen Kommentar reinhauen für uns, damit wir wissen, hat euch das Video gefallen oder nicht. Habt ihr Fragen zum Auf- und Abbau? Und natürlich ein Like da lassen. Abo nicht vergessen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß da draußen und bis bald.